Liebe Besucherinnen und Besucher, noch bis zum 1.6. sehen Sie bei uns im Allee Center Remscheid eine ganz besondere Ausstellung, die Faszination Wüste. Seien Sie bei einer unserer täglichen Führungen dabei. Die nächsten finden morgen am Samstag, den 25.05. um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr statt. Start ist hier auf der Treffpunktfläche zwischen den ganzen Terrarien. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Rundgang. Wir sind jetzt in Amerika. Amerika hat mehrere kleinere Wüstengebiete. Die größte Wüste ist die Sonora-Wüste, die hat 320.000 Quadratkilometer. Dann haben wir in Mexiko noch eine große Wüste, die Chihuahua-Wüste. So wie der Hund heißt, Chihuahua. Dann gibt es eine Mojave-Wüste, White Sands, Monument Valley. Und der heißeste Ort in der USA ist das Tal des Todes. Im Tal des Todes wird so heiß, da kann man Spiegeleier auf der Straße braten. Ohne Pfanne. Und wie warm die Tiere sind, möchte ich euch mal zeigen. Die können nämlich die Wärme speichern, durch das, dass sie dunkel sind. Und die machen sich ganz flach. Bleiben wir stehen. Die ganze Ausstellung ist eigentlich nach einer Idee von Michael Martin entstanden. Michael Martin hat in 5 Jahren mit seinem Motorrad 100.000 Kilometer gefahren, um alle Wüsten dieser Erde zu besuchen. Wir haben hier Ausschnitte aus Wüstengebieten, wir haben Fotos, wir haben Filmmaterial und natürlich unsere Tiere. Unsere speziellen Tiere, wir haben eine sehr große Auswahl an verschiedenen Tieren. Wir haben Vogelspinnen, wir haben Skorpione, wir haben Mäuse, wie aber auch Echsen, Schlangen. Tiere, die sich an das Wüstenklima angepasst haben, zum Beispiel auch eine Kröte, unsere LSD-Kröte. Ich liebe die Wärme und natürlich die Wüstengebiete, die Einöde, den Sand und einfach das ganze Klima liegt mir.